Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Glambausteinbaus. Heute wieder mit einem Video von Fantasy und zwar der Nummer 61008. Ihr habt es oben wieder in der Ecke gesehen, dieses Video ist wieder gesponsert, beziehungsweise es wurde Werbung angezeigt. Ich bekomme kein Geld für diese Review, aber ich habe dieses Set wieder zum Vorstellen von Fantasy kostenfrei bekommen. Bei diesem Set handelt es sich um einen Retro-TV. Ihr seht schon die Verpackung, die ist auch wirklich auf dieses Retro-Design abgestimmt. Es ist ein relativ einfaches Design, nichts Weltbewegendes, aber ich finde, gerade deshalb passt es zu diesem Retro-Thema und sieht auch wirklich gut aus. Bei diesem TV soll es auch noch ein paar Funktionen geben, die schauen wir uns natürlich zusammen noch an. Dieses Set kostet 81 Euro in Deutschland, wenn wir es auf Amazon kaufen, zumindest momentan, im Normalfall 90 Euro. Aber jetzt momentan kostet es 81 Euro und es wird noch besser. Ich habe von Fantasy noch einen Code bekommen und zwar einen 5% Code und damit könnt ihr das Set für knapp 76 Euro erwerben. Insofern sich der Preis bei Amazon nicht in nächster Zeit erhöhen sollte. Auf diesen Rabattcode könnt ihr euch im Laufe des Videos auf jeden Fall noch freuen. Wenn wir uns dann die Rückseite von dem Set anschauen, dann sehen wir dort noch einmal den Fernseher und sehen schon, es gibt verschiedene Varianten und wir sehen ein Handy abgebildet. Man kann dazu natürlich stehen, wie man will, ob Handys mit Glambaustein verbunden werden sollten, aber das ist sowieso ein Erwachsenenthema. Ich denke, da hat jeder ein Handy. Und dieses Handy wird hier für eine kreative Funktion genutzt, so wurde es mir zumindest versprochen. Das schauen wir uns natürlich dann auch noch im Laufe der Review an. Der Rest der Verpackung ist relativ unspektakulär, da gibt es nicht so viel Interessantes zu sehen. Deshalb würde ich sagen, ich mache das Ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Und in dem Umkarton finden sich dieses Mal keine Innenkartons, sondern wir kommen direkt auf die Steinetüten. Das ist ja aber auch normal. Das Popeye Treasure Hunt Steamship war ja auch nochmal ein ganzes Stück größer und hatte mehr Teile. Ein wirklich, wirklich hervorragendes Set, kann ich euch nur ans Herz legen, euch die Review vielleicht auch mal anzuschauen. Vom Design sind die Tüten wieder genauso wie beim Steamship. Wir haben wieder verschiedene Bauabschnitte, das ist auch memoriert. Und wir haben wieder dieses ganz eigene Fantasy-Design, was mir gut gefällt. Ich packe jetzt mal die Steinetüten zur Seite, denn über die Qualität reden wir wie immer während des Baus. Neben den Teiletüten finden wir dann noch diese Anleitung drin. Vom Design ist sie sehr ähnlich wie die Box gehalten. Das gefällt mir ja wie gesagt sehr gut und geht eben sehr schön in diese Vintage-Schiene rein. Die Anleitung hat wieder eine hohe Qualität. Es wird wieder nichts ausgegraut, was gebaut wird, sondern alles wird weiterhin in Vollfarbe dargestellt und neu gebaute Sachen werden rot umrandet, sind also sofort zu erkennen. Insgesamt haben wir übrigens 8 Bauabschnitte. Die Tüten sind hier wieder mit ihren Fortschritten gezeigt, das gefällt mir ja immer sehr gut. Und insgesamt haben wir 292 Bauschritte auf 112 Seiten. Wir haben aber auch noch ein bisschen mehr in der Anleitung, denn wir haben einige Seiten, in denen ein paar Funktionen von dem Set gezeigt werden. So kann man zum Beispiel sein Handy reinmachen oder verschiedene Scheiben und Hintergründe reinmachen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wir schauen uns das natürlich dann am kompletten Set nochmal gemeinsam an. Hier haben wir nochmal so ein The End. So ähnlich wie bei Popeye wieder sehr, sehr liebevoll gestaltet. Und auch wieder die Werbung, auch wie bei dem Popeye Steamship, dass wir hinten nochmal den Astro Boy sehen. Und ein Set, das ich selber auch sehr spannend finde und gerne bauen würde. Und zwar die 86218 von Sherlock Holmes, die 221B. Baker Street. Was ich aber auch richtig spannend fand. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr eine CD oder eine Bandbox kauft. Das kauft man natürlich einmal für die CD und dann sind da noch Poster und andere Sachen drin. Und ähnlich habe ich mich hier auch gefühlt. Denn man kauft hier Klemmbausteine und dann hat man eben noch so eine Mattscheibe hier und so ein Bild von dem Ozean als Pappscheibe dabei. Findet dann natürlich seinen Platz in dem Set. Dasselbe gilt für dieses Plasteteil. Ist ein sehr, sehr spannendes Teil. Aber das, wo ich mich am Ende innerlich wirklich am meisten drüber gefreut habe, ist einfach das hier. Da ist ein Deckchen mit dabei. Und wenn ihr euch wirklich so ein altes Wohnzimmer vorstellt mit einem Röhrenfernseher, dann war da ein Deckchen drunter. Und ich finde das richtig, richtig cool, weil das erwartet man nicht. Macht sich aber im Regal dann unter dem Fernseher sicherlich sehr gut. Sowas habe ich in dem Glambaustein-Set noch nicht gesehen. Und wie gesagt, es hat mich innerlich echt erstmal sehr glücklich gemacht, einfach dieses kleine Deckchen hier drin zu finden. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf den Bau und habe sehr hohe Erwartungen. Ich hoffe, die kann Fantasy wieder erfüllen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder.
Und wir sehen uns das erste Mal nach 112 Bauschritten. Die Anleitung ist wieder top, macht sehr viel Spaß danach zu bauen. Die Steinequalität genauso, richtig, richtig gut von der Verbaubarkeit und auch vom Aussehen. Da gibt es nichts zu meckern, außer dieses altbekannte Problem, dass Fliesenflächen etwas glänzender sein können. Das ist die eine Disziplin, wo Lego den Stein hier noch voraus ist, vom Baugefühl und der restlichen Qualität auf jeden Fall nicht. Da sind die Steine meiner Meinung nach mindestens Lego-Niveau, wenn nicht sogar ein Stückchen besser. Was aber auch an Lego erinnert hat, ist die Farbe, die wir hier drin finden. Ich weiß nicht, ob ich es schon als Farbseuche bezeichnen müsste, aber ich hätte es bei Lego als Farbseuche bezeichnet, also nennen wir es hier beim Namen, das ist schon wirklich sehr... Und das hat mir so ein bisschen den Anfang vermiest, weil das wäre nicht nötig gewesen. Das ist wieder so eine Farbkodierung, wo was hingesetzt werden soll. Aber das bekommt man auch ohne die Farbkodierung hin. Und ich hätte hier lieber weniger Farben drin gehabt. Das gilt aber nicht für dieses kleine Meeresdiorama, was wir gebaut haben, was ja durchaus auch sehr bunt ist. Ich habe im Vorhinein mit ein paar Leuten gesprochen, dass ich dieses Set hier bauen werde. Und die haben gesagt, warum freust du dich da überhaupt drauf? Das wird doch mega langweilig, so einen Kasten zu bauen. Aber genau das hat sich Fantasy wahrscheinlich auch gedacht und hat eben nicht nur diesen Fernseher als Kasten gebaut, sondern dieses kleine Meeresdiorama mit reingebaut. Und das Coole an diesem Meeresdiorama ist, dass es auch eine Funktion hat. Wir bauen hier ein bisschen mit Zahnrädern und dann haben wir hier einen Knopf und können dieses Diorama nach oben klappen. Auch der Taucher wird dann mit bewegt und wir können es aber auch wieder nach innen klappen. Das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Die Steine, die im Meeresdiorama verbaut sind, sehen auch sehr gut aus. Wir haben schöne Deko, wie gesagt, da passt die Farbe dann. Wir haben einen kleinen Hai, wir haben auch ein Figürchen, was voll ausgerüstet als Taucher ist, aber wieder relativ nah an Lego ist. Ich hoffe, dass da Fantasy nicht irgendwann mal Probleme bekommt. Wir haben auch wieder hier einen Print mit dem Fantasy-Schriftzug. Wir haben wieder ein paar silberne Teile. Auch hier Prints bei den Knöpfen und auch bei diesem Knopf, mit dem eben auch diese Funktion hier betätigt wird, dass man das auf- und zuklappen kann. Die Funktion läuft auch wirklich sehr sauber durch, da gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Es gibt aber noch etwas Kleines zu beanstanden, denn wir haben schon wieder überdurchschnittlich viele Prints in diesem Set bisher verbaut. Aber wir haben auch Prints auf der Rückseite und da habe ich ein bisschen was an der Qualität zu bemängeln. Hier hinten soll der Anschluss symbolisiert werden. Wir haben da Prints auf Silberteilen. Das hat beim Rot und beim Weiß ganz gut funktioniert. Aber wenn wir uns das Gelb genau anschauen, dann ist das zu dünn gedruckt. Da schimmert das Silber noch viel zu viel durch. Das ist beim Weiß und beim Rot viel besser und beim Gelb sieht es eben nicht so gut aus. Da hätte man lieber etwas dicker drucken sollen. Aber wenn man schon so viele Prints hat, ist das natürlich auch wieder ein Meckern auf einem relativ hohen Niveau. Ich denke, es ist trotzdem schon herausgekommen, dass ich bisher sehr viel Spaß mit diesem Set hatte und auch den Leuten, die mir gesagt haben, damit kann man keinen Spaß haben, weil man nur einen Kasten baut, kann ich schon an der Stelle sagen, bis hierhin muss ich euch da auf jeden Fall widersprechen. Ich freue mich schon sehr auf den weiteren Bau, möchte deshalb am liebsten auch gar nicht länger warten und baue jetzt weiter und wir sehen uns dann gleich nach den nächsten wichtigen Bauschritten wieder. Und da sehen wir uns auch schon mit dem fertigen Fernseher wieder. Keine Angst, der Bildausschnitt wird gleich ein bisschen schöner. Ich möchte euch nur noch mal zeigen, wir haben jetzt alles hier verkleidet. Der Fernseher ist an sich fertig gebaut und ihr seht es, deshalb auch der Bildausschnitt. Die Qualität der Fliesenoberfläche könnte auf jeden Fall besser sein. Da muss Fantasy noch dran arbeiten. Gerade für den Preis, den sie auch für dieses Set aufrufen. Für euch wird es aber, wenn ihr euch dafür interessiert, auf jeden Fall nochmal ein bisschen günstiger, denn ich habe mit Fantasy geschrieben und es gibt wieder einen kleinen Couponcode, eben Valleybrick, ich blende ihn euch unten nochmal ein. Dadurch wird der Deal auf jeden Fall ein Stückchen besser. Vom Bau ist die Steinequalität aber auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Und generell der ganze Aufbau hat echt Spaß gemacht. Das Putzigste ist aber an diesem Fernseher wirklich das Endprodukt und die vielen lustigen Ideen, die hier umgesetzt werden. Ich drehe euch den Fernseher mal um und so sieht ihr quasi die komplette Variante Nummer 1. Wir haben hinten dieses Bild eines Ozeans drin.
haben hier vorn das ganze Gebaute vom Meeresgrund gerade ausgefahren. Wenn man so will, kann man noch eine andere Variante Sprachenlernen Bubble machen, nur mit dem Bild und dem Wasser, was rausläuft, ohne dass es hochgeklappt ist. Ich klapp's aber mal wieder hoch, mir gefällt es so hochgeklappt ziemlich gut mit dem Taucher und der ganzen Szenerie. Hier vorn plätschert das Wasser raus. Ich weiß nicht, ob ihr diese eine Verstehen Sie Spaß-Folge kennt, wo sie irgendwie einen Burger aus dem Fernseher rausgezogen haben. Das erinnert mich so ein wenig daran. Den Wasserfall können wir aber auch abnehmen. Den finde ich auch super hübsch mit den vielen verschiedenen Trends-Teilen. Der gefällt mir sehr gut. Wir können auch, wenn wir den Wasserfall abgenommen haben, hier vorn einen Fisch entfernen. Und rein theoretisch das Ganze als Smartphone-Ständer verwenden, aber für Smartphones gibt es hier noch eine ganz andere coole Funktion drin. Dass man den Wasserfall dann so als Smartphone-Ständer verwenden kann, hat aber auch einen guten Grund, denn wir können nicht nur diese Szene hier abbilden. Wir können auch das Ganze einklappen und dann wisst ihr ja schon, dass wir hier hinten das aufklappen können und können hier dieses Ozeanbild zu einem Schnittbild verwandeln. Und das Schnittbild sieht so erstmal sehr unspektakulär aus, da habt ihr auf jeden Fall recht. Wir können das aber auch nochmal um einiges verschönern, denn wir haben so eine Plasteplatte dabei, die eine Krümmung hat und damit wie eine Lupe funktioniert. Und diese können wir einbauen, indem wir bei dem Fernseher vorne das abnehmen, am besten ohne, dass es dann aus der Hand fällt, und können diese Plasteplatte hier vorne einsetzen. Dann können wir das Ganze natürlich auch wieder verschließen und so wirkt das Schnittbild schon mal viel besser. Das Ganze geht natürlich auch mit dem Meereshintergrund. Mit dem Meereshintergrund wirkt es aber nicht so gut, weil wir, wenn die Plasteplatte hier vorne ist, logischerweise die Meeresszenerie nicht mehr aufklappen können durch den Taucher. Wenn wir den Taucher ausbauen, könnte man die Meeresszenerie trotzdem aufklappen. Die coolste Spielerei bei diesem Set ist aber, dass wir hier hinten auch das Schnittbild bzw. generell diese Pappe rausnehmen können und hier ein Handy einspannen können. Ich habe jetzt mal mein altes Handy dafür genommen, mit dem ich meine ersten Videos auch gedreht habe. Das ist ein etwas kleineres Handy, passt trotzdem sehr gut rein. Pantasy gibt an, dass hier von 5,5 Zoll bis 6,5 Zoll die Handys reinpassen. Ich nehme ja momentan mit einem Xiaomi Note 10 Pro auf. Das ist nochmal ein Stückchen größer und passt auch sehr gut rein und wirkt dann auch sehr gut. Aber jetzt schaut euch das mal an, wenn wir hier einfach mal was abspielen. Also ich finde, das kommt wirklich richtig gut rüber, wenn hier ein Video abspielt. Und durch die Vergrößerung dieser Plastescheibe wirkt es halt wirklich, als ob mit dem Klemmbausteinfernseher was abgespielt wird. Das ist ein ganz lustiger Gag. Das Coole ist auch, der Sound wird durch den Fernseher verändert, dadurch, dass das wie ein Klangkörper funktioniert. Und beim Testen habe ich da mein Handy, mit dem ich gerade aufnehme, einfach reingemacht, wollte es nur austesten und habe am Ende eine Stunde lang über diesen Fernseher Videos geguckt, weil es so cool gewirkt hat. Ich hatte wirklich meinen Spaß mit dieser Funktion. Es ist natürlich eine Spielerei, die man nicht immer benutzt, aber eine richtig coole Idee, um so einen Fernseher, der als Kasten nicht das Spannendste erstmal ist, aufzuwerten. Und das ist immer noch nicht alles, denn wir haben noch eine Anglerfigur mit so einem kleinen Stühlchen dabei, der sich hier zurücklehnt und man kann ihn dann daneben stellen oder auf den Fernseher, dass er zum Beispiel aus diesem Wasserfall hier Fische angelt, ist eigentlich ganz nett und wir haben noch so ein kleines Eimerchen dabei. Ganz unten rechts in der Ecke seht ihr nochmal die Ersatzteile, die dabei sind. Es ist wirklich wenig, aber es hat eben auch nichts gefehlt. Dementsprechend ist alles gut. Was reimt sich auf der Angler angelt frischen Fisch? Ich will es jetzt eigentlich nicht sagen, aber Valleybrick, du hast echt einen komischen Tisch. Und damit sind wir auch schon beim Fazit angelangt. Wir haben hier ein Set, was wirklich eine sehr interessante Konstruktion hat, dafür, dass es am Anfang wie ein stinknormaler Fernseher wirkt. Wir haben wirklich schöne Ideen dabei, ein paar kleine Gimmicks, wie zum Beispiel das Deckchen und dass wir eben das Handy reinmachen können oder auch das Handy auf einen separaten Ständer bauen können. Und dieser Ständer ist aber auch kreativ, denn der Ständer wird auch für das Set verwendet in einer anderen Version. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Die Anleitungsqualität und die Steinequalität von Baugefühl und auch der Klemmkraft gefallen mir auch sehr gut. Das ist wirklich Spitzenniveau. Das einzige große Problem, was wir haben, ist, dass die Steine vom Aussehen auf jeden Fall verbesserungswürdig sind. Da ist momentan der dänische Hersteller eben noch Marktführer. Und man muss natürlich sagen, dass für das Set 90 Euro, die es sonst kostet, und mit dem Rabattcode jetzt 76 Euro auch nicht, das Riesenschnäppchen sind.
Aber die Qualität, das könnt ihr mir glauben, und die Ideen, die hier drin stecken, machen das auf jeden Fall wieder wett. Ich hatte einen riesigen Spaß damit, auch mit den kleinen Fehlerchen, die im Laufe der Review aufgetreten sind. Und dementsprechend kann ich euch das Ganze auch wieder empfehlen. Aber ich denke, ihr habt trotzdem gesehen, dass ich in dieser Review eben auch die Fehler anspreche. Und das ist das Schöne bei Pantasy, wenn ich mit denen zusammenarbeite, beziehungsweise die mir dieses Set kostenfrei zur Verfügung stellen. Sie machen mir keine Vorgaben. Ich darf hier frei meine Meinung sagen. Und bin auch bei diesem Set wieder davon überzeugt, dass ihr sehr viel Spaß haben werdet, wenn ihr es kauft. Trotzdem muss ich sagen, das Popeye Thrasher Hunt Steamship war nochmal auf einem anderen Niveau. Das ist nochmal ein etwas höheres Level gewesen. Das kann ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen. Bei diesem Set gab es kleine Fehler und trotzdem hat man damit sehr viel Spaß mit diesen netten Ideen, die hier drin stecken. Und dementsprechend gibt es auch hierfür von mir eine Kaufempfehlung. Wenn euch natürlich diese Review gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Damit helft ihr wie immer mir und der gesamten Community sehr weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.